droht das Ende der Pflege für alle pflegebedürftigen Rentner ab Februar 2025. Pflegekassen sollen pleite gehen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, ich habe es heute am 7.10.2024 auf NTV Online gelesen. Den Pflegekassen der gesetzlichen Pflegeversicherung droht ab Februar 2025 die Pleite, meine Damen und Herren. Und das ist kein Horrorszenario, sondern das könnte bittere Realität werden. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat unter Hinweis auf die DAK Pflegekasse mitgeteilt, dass wenn hier nichts getan wird und von der Bundesregierung gegensteuert wird, dass es dann zum Februar 2025 Schicht im Karton ist mit den Pflegekassen. Die Lichter gehen dort aus, der Insolvenzverwalter kommt, Millionen Pflegebedürftige werden dann nicht mehr gepflegt und Pflegeheime machen dicht. Und noch nicht zu reden von denjenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in den Pflegekassen arbeiten, die verlieren ihren Job. Was ist passiert? Die Pflegekassen leiden unter chronischer Unterfinanzierung. Das ist nichts Neues, meine Damen und Herren. Aber neu ist die hohe Dramatik der fehlenden Gelder. Und wir haben ja eine Ankündigung des Gesundheitsministers Lauterbach gehabt, dass die Beiträge zur Pflege ab Januar 2025 um 0,2% angehoben werden sollen. Das reicht aber nach Schätzungen der Pflegekassen bei weitem nicht aus. Die Pflegekassen sitzen auf einem 6-Milliarden-Loch, verursacht auch durch die Corona-Pandemie. Die Pflegekassen haben hier Kosten übernommen, für die sie eigentlich gar nicht zuständig sind. Und die wollen sie von der Bundesregierung wieder zurückerstattet haben. Ja, und der Finanzminister Lindner, das wissen wir ja, der stellt sich quer und sitzt sozusagen wie der Hüter der Schafherde auf seinen Finanzen und sagt, von mir gibt es kein Pfennig Geld, holt euch das von den Beitragszahlern. Gleichsam aber die FDP wiederum sagt, Beitragssatzerhöhungen sind Gift für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auch für die Wirtschaft, weil dann Geld entzogen wird. Also meine Damen und Herren, ein Riesenproblem, ein Riesentheater. Von einer Notoperation sei wohl oder ist wohl die Rede, so NTV. Angeblich werden die Beitragssätze, das ist wahrscheinlich wieder mal die Notlösung, dann ab Januar 2025 nicht um 0,2%, sondern um 0,3% erhöht. Parallel dazu werden wahrscheinlich die Zusatzbeiträge bei den Krankenversicherungen auch nochmal bis Spitze 0,7% erhöht. Haben wir dann insgesamt fast 1% Beitragssatzerhöhung. Das ist das Höchste, was wir in den letzten 20 Jahren an Beitragssatzerhöhung haben. Das heißt also, viele Millionen Rentnerinnen und Rentner, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden netto weniger in der Tasche haben. Aber meine Damen und Herren, der ganze Spaß geht ja weiter. Es hört ja nicht auf. Glauben Sie allen Ernstes, dass wir dann 2026 nicht vor derselben Situation stehen? Die Demografie schlägt gnadenlos zu und die Pflegekassen werden auch hier wieder schreien und sagen, wir haben kein Geld mehr. Gleichsam aber auch die Kosten für die Pflegebedürftigen weiter steigen und steigen. Ein Dilemma, was sich nur aus meiner Sicht lösen lässt, wenn wir endlich eine Pflegebürgerversicherung haben, in die alle einzahlen. Es kann nicht sein, dass sich Millionen Menschen hier in Deutschland, selbstständige Beamte, Politiker, der Pflegeversicherung entziehen und dort in den Topf nicht einzahlen. Sie profitieren letzten Endes auch von diesen Kosten, von dieser Pflegeversicherung. Ja, meine Damen und Herren, und deshalb fordere ich die Politik auf, aufhören mit diesen kosmetischen Operationen. Führen Sie endlich bitte eine Pflegebürgerversicherung ein, wo alle Menschen in Deutschland einzahlen. Dann haben wir auch stabile Preise, dann haben wir stabile Beiträge und können uns auch eine Pflege leisten. Und die Pflegeversicherung muss endlich als Vollkaskoversicherung genauso wie die gesetzliche Krankenversicherung ausgerichtet werden und nicht so als Teilkaskoversicherung. Denn wir wissen ja, dass viele Pflegebedürftige gar nicht mehr in der Lage sind, die Kosten für die Pflege zu übernehmen. Und dann muss wiederum der Staat über die Sozialämter ran. Und das kostet uns dann letzten Endes als Steuerzahler auch wieder einen Haufen Geld. Also, meine Damen und Herren, schlimme Situation in Sachen Pflege. Ich werde Sie natürlich weiter unterrichten, was da jetzt noch kommen wird, was die Bundesregierung für eine Idee hat. Meine Vorstellung lautet dahin, dass Karl Lauterbach sich dann hinstellt und auf die Tränendrüse drückt und sagt, um Gottes Himmels Willen, ich kann ja nichts dafür. Wir machen jetzt eine Beitragssatzerhöhung um 0,3 oder 0,4%. Ist ja am Ende nicht wirklich so viel. Aber in der Summe, individuell betrachtet, dann trotzdem
immerhin wieder eine Netto-Verringerung der Renten und der Löhne. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zu diesem Thema. Näheres dazu finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen wie immer eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.